Was ist so jetzt aus Ihrer Sicht die Vision oder wofür steht das Hotel Sanssouci und was heißt Sanssouci? Ja, Sanssouci heißt ohne Sorge. Ja. Und das ist schon auch so unsere Vision, diesen Gast, der da zu uns kommt, einen sorgenfreien Aufenthalt zu ermöglichen. Und da in diese Richtung arbeiten alle Abteilungen, weil das ist wie so ein Uhrwerk, so ein Hotel. Und wenn einer auslässt, dann wird das Gasterlebnis einfach nicht funktionieren, weil egal, ob es nicht sauber ist oder das Frühstück nicht gut ist oder der Check-in nicht funktioniert, jede einzelne Komponente zerstört das Gasterlebnis. Und darum ist dieses Zusammenarbeiten und das Miteinander wirklich die Basis. Das heißt, Ihre MitarbeiterInnen lösen, kümmern sich gemeinsam um die Sorgen der Gäste Ja, oder also eben, dass es keine Sorgen gibt. genau, also natürlich die Hauptansprechstelle ist Rezeption Concierge. Die sind da schon am meisten gefordert. Der erste Kontakt sind die Wagenmeister oder Guest Service Assistants, wie sie heißen. Also die haben den ersten Kontakt, weil derzeit schon sehr viele Gäste noch mit dem Auto kommen. Immer mehr auch wieder mit dem Flugzeug, aber schon viele mit dem Auto. Und der erste Moment setzt den Gast auf eine Schiene. Wenn der erste Gastkontakt nicht gut ist und das zweite und dritte Erlebnis, das nicht hundertprozentig ist, wird dann so gewertet, aha, naja gut, das könnte man ja erwarten. Ja? Und wenn das erste Erlebnis gut ist, das heißt, die haben wirklich eine Schlüsselrolle im wahrsten Sinne des Wortes, und es passiert dann irgendwann am Weg was Kleines, dann sagt die, naja, überall kann was passieren. Ja? Also diese Schiene, diese Erwartungshaltung, auf die der Gast ganz am Anfang sozusagen einsteigt, die ist ganz wichtig. Und wie ist es das zugegangen, dass Sie mit uns mit Jobtransfer zusammenarbeiten und warum machen Sie das? Ursprünglich war das so eine glückliche Fügung, dass wir eine Mitarbeiterin hatten oder eine Bewerberin hatten, die sich dafür interessiert hat, bei uns zu arbeiten. Und dann haben wir eben gemeinsam mit Jobtransfer hier eine gute und sinnvolle Lösung gefunden. Und das haben wir sehr gut hinbekommen und es war eine sehr gute Kooperation auch mit den Mitarbeitern eben von Jobtransfer. Das freut mich.